Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Toads Treasure Tracker Special Episode. Neben mir ist wieder die böse Olle Miezekatze. Hi. Ja, wir legen jetzt direkt los mit dem nächsten Level im Together und ich hoffe, ihr freut euch schon drauf und du dich sicherlich auch. Natürlich. Gut, alles klar. Dann legen wir direkt los und starten in die Geisterjagd im Horror Express. Na, ich bin ja gespannt. Das kann ja was werden. Mit zwei Standarten gleichzeitig sind Geistermann und Rindibisi. Das wurde uns ja schon ein paar Mal gesagt. Interessant, im Singleplayer würden wir jetzt hier eine Kirsche finden. Oh oh. Aber ich finde schön, dass wir hier kein Zeitlimit haben. Ja, davon gehe ich aus. Das ist schlecht koordiniert von uns beiden gerade. Das ist aber einfacher als im Singleplayer-Game, das normale meine ich. Mit den ganzen scheiß Viechern hier. Und den Chuck. Das war so ein Dreckslevel. Sehr schön. Das macht das Level auf jeden Fall um einiges einfacher. Jetzt mal deine Vermutung. Was glaubst du, die Bonusaufgabe sein? Alle Fackeln anzünden. Die Vermutung habe ich nämlich auch. So wie wir das ja schon mal hatten. Nice. Guck mal, wir haben jetzt schon einen zweiten Diamant. Ich glaube, gleich wird es hier richtig voll. Oh ja, ich komm zu mir zurück. Und dann... Wo läuft das so hin? So. Ja klar, läuft. Jetzt lassen wir die erstmal platzen, die Dicken. Ja klar, ja klar, ja klar. Ja, weißt du, Mietz holt sich den Kristall. Gut, haben wir wenigstens. Ich darf das, ich bin eine Datenlady. Die ja, braucht ja. Die Juwelen. Ja, ja. Ist klar. Kerl ist zu verrecken. Der Kerl darf zahlen, ne? Der Kerl ist wohl. Ja, puh! So ja nicht, Toadette. So ja nicht. Na, ich. Trau dem Braten nicht. Warte mal auf mich. Ja, ja. Wir kommen da eh noch nicht ran, mal ganz davon abgesehen. Nee. Oh. Danke, Toddy. Stimmt, dran ziehen, ne? Ey, wenn das die Bonusaufgabe war. Was rennen wir denn hinterher? Wir bleiben hier einfach stehen. Oh ja. Wir wollen ihnen noch den Weg heimleuchten. So ist es. Sehr nice. Okay. Mir scheint aber, wir hätten jetzt hier alles... Nein, es sind noch nicht alle Fackeln an. Alter Schwede. Stelle ich mir im Singleplayer nervig vor. Da kommt aber... Das wusste ich doch. Das war's. Gut, war jetzt nicht unbedingt so schwer.
Da ist das Singleplayer-Level bedeutend beschissener. Das hast du noch nicht gespielt, ne, oder? Alle Lichter entzünden. Ja, alles klar. Dann waren wir richtig mit unserer Vermutung. Dann direkt zum kosmische Rätselrad. Ja, starten wir direkt durch, würde ich sagen. Alles klar. Ich schaue mich lieber mal anderweitig mal um. Du weißt ja. Ja. Mein Freund. Das schaut sehr interessant aus. Das kenne ich jetzt aus dem Singleplayer nicht. Das ist ja auch mehr oder weniger ein Original. Also, ja. Okay, wir müssen... Wir laufen jetzt einfach erstmal. Wir können es ja immer noch. So, da sind die. Da ist ein Juwel. Das ist der Goldpilz. Das ist mit Sicherheit die. Ja. Oh, oh, was ist? Lass mich mal drehen. Mhm. Au. Ach, da kann man nicht dran. Meinst du nicht? Nein, durch die Grünen. Du hast dich durch das grüne Loch wahrscheinlich. Dass du reinkommst. Hier ist was. Da ist was zum Zupfen. Ja, lol. LOL! Klappt! Klappt! Klappt, herrlich! Wunderbar! Ja. Ach komm, David, immer wieder! Ich vermute gegebenenfalls, dass wir die Fass ist damit. Ja, dann beweg dich mal nach links. Ah ne, ich muss irgendwie erstmal... Beweg dich mal nach links jetzt, genau. Nee, ist richtig, links. Weiter kannst du nicht. Nicht, weiter kann ich nicht. Ich stehe irgendwie total scheiße. Ich merk's gerne. Es ist ein chaotisches Level. Oh ja. Müssen wir uns erstmal. Ja. Ich bin mal rausgegangen, dass ich da noch einmal. Es war geplant. Klar, es ist auch geplant gewesen. Also mitkommen wir beide. So, na gut, dann müssen wir ja auf jeden Fall hier erstmal aus diesem Käfig raus. So, mal gucken, wenn wir jetzt da reingehen. Dann kommen wir zum Kristall. Scheiße. Ja. Oh oh. Ja, klar. Das ist schon ein bisschen tricky. Ach, das ist eine Leiter, du kannst da rum. Sehr tricky.
Ich muss mit einem dieser Aufzüge fahren. Hm. Wo halten die denn? Kannst du dich ein bisschen... Bei den grünen Löchchen immer. Ja, nee, die würden schon bei mir halten. Hier komme ich nicht weiter. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Noch. Erstmal, wie kommt man auf dieses Gelbe da drauf? So, ich bin jetzt... Lila? Ne, dann komme ich ja wieder zurück. Ich mag das Level jetzt schon nicht. Glaube ich dir, das ist wirklich eine sehr tricky. Warte mal. Beweg dich. Wohin soll ich mich jetzt da? Damit ich da lang kann. Na, macht nix. Komm ich da noch mal an dieses... Wollen wir das Level nochmal von vorne anfangen? Okay, das ist schon ein bisschen... gemein. Ja. Okay. Warum gibt's so eine Level? So, da kommen wir nach. Jetzt müssen wir in regelmäßigen Abständen raus. Also, pass auf, ich muss da in dieses Loch da rein. Okay? So. Das heißt, ich muss da runter. So, jetzt bist du unten. Eben gerade kam ich doch noch an diesen Kristall ran, wenn ich hier reingehe. Oh Gott. Jetzt müssen wir das ganze Ding drehen. So. Scheiße. Ich bin ins falsche Loch. Achso, ich muss ja noch ins andere Loch. Warte mal, na. Nee. Hä? Wie komme ich denn? Wie komme ich denn jetzt hin? Irgendwie nervt mich das Level gerade. Ja, das ist nicht gerade das, was man cool nennt. Es ist sehr gut, also wirklich eine gute, schöne Idee. Aber man muss einmal das begreifen, wie man dahinter kommt, wie man es löst. Ja. Ich müsste, warte mal.
Schatz? Ja. Bonus, hast du das zweite gefunden? Na, immerhin, besser als gar keins. So. Jetzt mal die Richtung. Ich kann da nichts machen. Das ist mir zu steil, dass ich da. Gut, dann muss ich wieder. Ich nehme mal hier wieder so einen Aufzug. So. Ja, die gute Frage ist jetzt, wie kommt man eigentlich dann aufs Rad? Das ist eine gute Frage. Ah, guck mal, da können wir reinfallen, oder? Da, in das Blaue können wir reinfallen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal sehen, dass wir an diesen scheiß Pickel kommen. Damit wir diese scheiß Mauern da kaputt kriegen. Sorry für den kurzen Cut, aber wir mussten uns ein bisschen zumindest versuchen zu orientieren. So. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Da unten. Okay. Ich bin direkt hier. Oh Mann, lass mich bloß nicht sterben. Ich muss. So, so rauf. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kannst du für mich für mehr Lauf sorgen? Ja, das ist besser, glaube ich. Okay, gut, das war Nummer 1. Schon. Wo ist jetzt der nächste? Vor allem, wir wissen, wo Nummer 3 ist, glaube ich. Da oben. Da oben. Da brauchen wir den Hacker. Das heißt, wir müssen in dieses Loch rein. Ja, diese Aufgabe, die ist bei allen Let's Playern und Streamern so beliebt wie Fußpilz, wenn man jetzt mal YouTube so verfolgt. Da kann man nicht rein, weil da ist die Ding. Dann die Röhre. Da rein. Aber dann erstmal in der Röhre sichern. So. Jetzt müssen wir. Ach so, scheiße hier. Aber wir müssen schon irgendwie schaffen. Mehr als ich das Ding nachher schneiden muss, wie blöd, kann ich ja nicht. Wo sind die ausgestiegen? Vom Plan. Okay. Oh, ei. Nein! Bin gleich wieder da. Oh nö. Ach, jetzt sind wir beide hier. LOL. Das Level ist scheiße. Was du willst. Ich bin froh, weil ich es hinter mir habe. Ob 100% oder nicht. Hey. So. Da müssen wir rein.
Also müssen wir auf jeden Fall mit dem Blauen fahren. Na, hier geht's nicht. So, warte mal, wenn wir jetzt da hingehen, sind wir da? Ja, dann kommen wir da hin. So. Gar nicht so schwer. So. So. Müssen wir überlegen. Wir nehmen jetzt diesen Hacker, gehen da runter. Und gehen in die Richtung. Wo die Spitz. Wir müssen. So. Dann müssen wir da rein. Dann kommen wir da raus. Der ist so, dann ist er. Das kann ich. Warum kann ich nicht drehen? Ach so, das ist nur mit dem Controller. Okay, erstmal. Da oben. Da müssen wir rein. Das Grüne. Ach so. Einfach da rein. Mhm. Dann kommen wir da raus und da kriegen wir das Dingens. Soll ich laufen? Ja. Schöner. Ich bin nicht. Ich war nicht synchron. Jetzt ist besser. Ich hab mich schon gewundert. Halt, warte. Ach man, nein, du hättest einfach mitkommen müssen. So, komm. Hier. Oh Gott sei Dank. Alter. Was? Ja, nee. Mir ist gleich noch mal. Oh, Nerven, Nerven. Die Axt wäre immer wieder gespannt. Na okay, gut. Aber wir müssen 100 Münzen sammeln. Das sehen wir uns fürs Backtracking auf. Oh ja. So, komm. Dann machen wir jetzt erstmal jetzt was zur Erholung. Sorry für diese ganze Schnibbelei, aber wir haben uns hier jetzt ein bisschen durchgeguckt. Komm, machen wir das hier. Als wenn wir es bräuchten. Na, immerhin. 3 Leben. Ach, da hoch. Alles klar. Machen wir es so. Was hältst du von der Idee? Oh ja. So,
So, dadurch das schmale Loch dadurch. Halleluja! Geschafft ist geschafft. Genau. So, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Part. Ciao, ciao!